stürmische Zeiten, so wie das Großbritannien des 19. Jahrhunderts. Die industrielle Revolution war voll im Gange. Zahlreiche Fabriken und Manufakturen veränderten nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die soziale Ordnung des Landes. Unzählige Arbeiter bildeten eine neue soziale Schicht. Eine Schicht geprägt von Armut, deren Rechte und Pflichten in der Gesellschaft noch nicht definiert waren. Zahlreiche Intellektuelle und andere Denker machten sich in dieser Zeit Gedanken darüber, wie die Gesellschaft sich neu organisieren könnte. Der britische Ökonom Thomas Malthus war dabei der Erste, der von Konkurrenz zu sprechen begann. Seiner Meinung nach wäre die Landwirtschaft nicht mehr in der Lage, genügend Lebensmittel für die rasch wachsende Bevölkerung zu produzieren. Die Folge davon wären Streit um die bestehenden Ressourcen, eine Konkurrenz zwischen den unterschiedlichen Gesellschaftsschichten. Dieser Gedanke hat Charles Darwin aufgegriffen und auf die Naturwissenschaft angewandt. 1859 veröffentlichte er sein berühmtes Buch über die Entstehung der Arten. Dieses Buch beinhaltete unter anderem zwei neue Grundparadigmen. Erstens, es gibt unterschiedliche Arten aufgrund unterschiedlichen Erbguts. Zweitens, diese Arten stehen in ständiger Konkurrenz zueinander. Denn beide wollen möglichst viel Nachwuchs produzieren und so die Bestehung ihrer Art garantieren. Mit diesem Gedanken hat Darwin einen Samen gesät, einen Samen in die Köpfe der Menschheit. Und dieser Samen sollte Jahrzehnte später seine bitteren Früchte hervorbringen. Es waren Männer wie Herbert Spencer und Hans Haeckel, die dann eigentlich den Begriff Sozialdarwinismus geprägt haben. Sie haben Darwins Erkenntnisse über die Natur dann wiederum auf die Gesellschaft der Menschen angewandt. Sie waren der Meinung, es gibt unterschiedliche Rassen von Menschen und diese stehen zueinander in Konkurrenz. Dies hatte Folgen unter anderem für die Gesundheit und auch für die Sozialpolitik des 19. Jahrhunderts. Doch am meisten Einfluss hat es definitiv auf die Kolonialpolitik der westlichen Mächte. Ruanda ist ein ostafrikanischer Staat, der an Uganda und Kongo angrenzt. Um euch den Sozialdarwinismus ein Fallbeispiel Ruanda näher zu bringen, muss ich einen Zeitsprung in die vorkoloniale Zeit machen. In Ruanda gab es drei Bevölkerungsgruppen. Die der Tutsi, das waren Viehzüchter, die der Hutus, das waren Bauern, und die der Twas, das waren Jäger und Sammler. Diese drei Gruppen wurden von einem König regiert, die Tutsis und darstellten. Nun war es aber so, als die europäischen Kolonialmächte ihre Herrschaft in Ruanda ausübten, so unterstützten sie voll und gänzlich die Tutsis. Das änderte sich aber dann in den 1950er Jahren während der Phase der Dekolonisation. Da wurde Ruanda in die Unabhängigkeit entlassen. Dabei ist aber die europäische Verwaltung vor Ort geblieben, um die Unabhängigkeit zu unterstützen. Zwar ist aber so, die europäische Verwaltung hat die Hutus zwecks politischem Mitspracherecht in die Regierung eingegliedert. Kurze Zeit später haben sie die Macht übernommen durch ihre Mehrheit und errichteten einen Einparteistaat. Mit dem Zweck, die Tutsis ihre Macht zu entreißen und sie in der Bevölkerung Ruandas zu dezimieren. Dabei mussten viele Tutsis in die Nachbarländer fliehen, wo sie sich reorganisiert hatten und eine Rebellion gegen das Hutu-Regime startete. 1994 ist das Fass dann übergelaufen. Der Präsident des Hutu-Regimes wurde durch einen Raketenangriff umgebracht. Da haben die Hutus und die Partei die Schuld voll und gänzlich an die Tutsis zugeschoben. Da haben sie 1994 zu den Waffen gegriffen und haben hunderte, tausende von Tutsis sowie Angehörige und Freunde umgebracht durch Schusswaffen, durch Granaten oder durch Macheten. Eine Machete ist an sich nichts weiter als ein Stück minderwertiger Stahl, einseitig geschliffen und mit einem Holzgriff versehen.
Eine simple Waffe, doch tödlich in den Händen einer simplen Ideologie. Eine Ideologie, die eigentlich nicht mehr sagt, als dass ich besser bin als du. Spätestens seit dem Sozialdarwinismus ist dieser Gedanke auch auf der wissenschaftlichen Ebene in unseren Köpfen verankert. Und seit da sind wir nie wieder losgeworden.